Jetzt Sarah Wagenknecht, Fraktionsvorsitzende der Linken. Ihnen unsere Anerkennung, auch unseren Dank für Ihre faire Amtsführung aussprechen. Und wir wünschen Ihnen für Ihre Zukunft alles Gute. Der französische Präsident Macron ist bekanntlich mit der Bewegung La République en Marche an die Macht gekommen. Wenn Sie, Frau Bundeskanzlerin, eine Wahlplattform gründen würden, müsste die wohl eher La République en Transe heißen. Wer in Trance ist, der nimmt bekanntlich die Realität nur noch sehr eingeschränkt wahr und er neigt ab und an auch zu anlassloser Euphorie. Einlullend, inhaltsleer, demobilisieren, so beschreiben auch viele Journalisten ihren Wahlkampf, Frau Bundeskanzlerin. Und ich muss schon sagen, dass Sie in einer Zeit, in der auch im reichen Deutschland unzählige ungelöste Probleme den Wohlstand der Bürgerinnen und Bürger bedrohen, in einer Zeit großer weltpolitischer Gefahren, dass Sie in so einer Zeit versuchen, mit einem Schönwetter-Wohlfühlwahlkampf eine demokratische Debatte über die Lösung dieser Probleme von vornherein zu verhindern, das finden wir, und ich glaube nicht nur wir, wirklich empörend. Sie erzählen den Leuten, Deutschland ginge es so gut wie nie zuvor. Wer aus der Trance aufwacht, der stellt fest, nach den Zahlen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung haben heute sage und schreibe 40% der Bevölkerung in Deutschland weniger Einkommen als Ende der 90er Jahre. Ja, gehört für Sie fast die Hälfte der Bevölkerung nicht zu Deutschland? Was ist denn das für eine Anmaßung? Da plakatiert die Union allen Ernstes für gute Arbeit und gute Löhne. Ja, es gibt in Deutschland viele erfolgreiche Unternehmen. Es gibt hochqualifizierte Arbeitskräfte und es gibt zum Glück auch viele gut bezahlte Arbeitsplätze. Aber das war früher auch schon so. Neu ist, dass selbst im Wirtschaftsboom immer mehr ungesicherte, schlecht bezahlte Jobs entstanden sind und dass sich inzwischen sogar die Bundesbank Sorgen angesichts der schwachen Lohnentwicklung in Deutschland macht. Neu ist, dass der Anteil derer, die trotz Arbeit ein Einkommen unter der Armutsschwelle beziehen, sich in den letzten 10 Jahren, also genau in Ihrer Amtszeit, Frau Merkel, mehr als verdoppelt hat. Und ich finde, mit so einer Bilanz gute Arbeit, gute Löhne zu plakatieren, das ist wirklich eine Verhöhnung der Wählerinnen und Wähler. Wenn Sie gute Löhne wollen, dann hätten Sie doch jetzt 12 Jahre lang die Möglichkeit gehabt, den unter Rot-Grün unter Gerhard Schröder geschaffenen Niedriglohnsektor wieder einzudämmen. Sie hätten doch unsere Vorschläge umsetzen können, grundlose Befristungen zu verbieten und der Lohndrückerei über Leiharbeit und Werkverträge die gesetzliche Grundlage zu entziehen. Sie hätten dafür sorgen können, dass der Mindestlohn mehr ist als ein Armutslohn, den der Steuerzahler mit 10 Milliarden Euro über die Aufstockerleistungen jedes Jahr subventionieren muss. Aber nichts davon haben Sie getan. Stattdessen erzählen Sie uns gemeinsam mit der SPD das Märchen, die Agenda 2010 hätte die Arbeitslosigkeit dramatisch verringert. Der Wirtschaftsweise Peter Bofinger hat Ihnen daraufhin zu Recht ökonomische Ignoranz vorgeworfen. Familien sollen es kinderleichter haben, lese ich auf Ihren Plakaten. Wunderbar. Warum haben Sie denn nichts daran geändert, dass Kinder das Armutsrisiko Nummer 1 sind in diesem Land? Warum lassen Sie es seit Jahren zu, dass steigende Mieten gerade Familien aus den Innenstädten vertreiben, weil sie schlicht keine bezahlbare Wohnung mehr finden können? Und warum stört es Sie nicht, dass bundesweit 350.000 Kita-Plätze fehlen und viele Kinder in maroden Schulen lernen müssen, wo wegen chronischen Lehrermangels noch nicht mal der Schulstoff geschafft wird? Natürlich wissen auch wir wissen, dass Bildung Ländersache ist. Wir wissen aber auch, dass die Finanzen, die die Länder zur Verfügung haben, von der Steuerpolitik des Bundes abhängen und dass Ihre Steuerpolitik, Frau Merkel, immer darauf hinauslief, die Mittelschicht zu belasten, aber Konzerne und Superreiche steuerlich zu schonen. Und genau dadurch hat man auf die Milliardeneinnahmen verzichtet, die man aber braucht, wenn man gute Bildung, gute Pflege und gute Gesundheitsversorgung finanzieren will. Für Sicherheit und Ordnung werben Sie auf Ihren Plakaten.
Was ist das für eine Ordnung, in der Großbetrüger in Banken und Konzernen immer wieder damit durchkommen, die Allgemeinheit massiv zu schädigen, ohne für die Folgen zur Verantwortung gezogen zu werden? Das jüngste Beispiel ist doch der Dieselskandal, wo die Große Koalition mal wieder nicht das Rückgrat hat. Autobauer, die in den letzten fünf Jahren 111 Milliarden Euro Gewinn gemacht haben, zur Nachrüstung der Motoren zu verpflichten. Ich finde, das ist wirklich blamabel. Und meine, auch mit Ihrer Außenpolitik haben Sie die Sicherheit in unserem Land eben nicht erhöht, sondern das Gegenteil getan. Sie haben die gute Tradition der Entspannungspolitik aufgegeben. Und anders als Ihre Vorgänger, Willy Brandt, Helmut Schmidt, Helmut Kohl und ja auch Gerhard Schröder, anders als Sie, haben Sie sich von den USA in eine Konfrontationspolitik gegenüber Russland hineintreiben lassen, die unsere Sicherheit gefährdet und unsere Wirtschaft schädigt. Und da muss ich auch noch mal, meine, Herr Lammert hat vorhin an die deutsche Wiedervereinigung erinnert. Das hatte doch auch einiges mit Entscheidungen in Moskau zu tun, dass das auf diese Art so friedlich alles geschehen konnte. Frau Merkel, Sie haben unsere Soldaten immer neue gefährliche Kriege geschickt, obwohl wir seit Afghanistan erleben, und ich erinnere an Kunduz, dass Bomben und zivile Opfer die Dschihadisten eben stärken und nicht schwächen. Gibt es Ihnen nicht zu denken, dass 2001, vor Beginn des ersten sogenannten Antiterrorkrieges, dass es da weltweit wenige hundert gefährliche islamistische Terroristen gab und dass es heute Hunderttausende sind? Der Islamische Staat, dessen Anschläge immer öfter jetzt auch Europa treffen, der ist doch das Produkt eines Krieges, nämlich des verbrecherischen Irakkrieges, an dem Sie sich damals sogar noch beteiligen wollten. Während sich viele Menschen vor neuem Terror fürchten, liefern Sie den Chefs der islamistischen Gefährder, den Kopfabdiktatoren am Golf und dem türkischen Despoten Erdogan, unverändert Waffen und Kriegsgerät frei Haus. Ich finde, das ist wirklich überhaupt nicht akzeptabel. Und insoweit ist es auch Ihre Verantwortung, Frau Merkel, auch Ihre Verantwortung, dass sich die Lebensunsicherheit und die Zukunftssorgen vieler Bürgerinnen und Bürger in den zurückliegenden 12 Jahren erheblich gesteigert wurden. Und dennoch soll es keine Wechselstimmung geben. Ich denke, es ist eher so, dass die meisten Menschen die Hoffnung auf einen echten Wechsel aufgegeben haben. Wo soll denn eine Wechselstimmung herkommen, wenn alle Parteien außer der Linken signalisieren, dass sie eigentlich gar nichts Grundlegendes ändern wollen und man insbesondere die Unterschiede zwischen SPD und CDU wirklich mit der Lupe suchen muss? Das war ja doch beim Kanzlerduell, das ja nur alles andere als ein Duell war, mehr als deutlich. Ich meine, wie groß die Sehnsucht nach einem Wechsel tatsächlich ist. Ich denke, das konnte man nach der Nominierung von Martin Schulz erleben. Warum ist denn die SPD damals so nach oben gegangen? Weil viele Menschen die Hoffnung hatten, die SPD würde mit dem neuen Kanzlerkandidaten auch ihre Politik verändern. Sie würde wieder eine sozialdemokratische Partei werden. Und das hat ihre Umfragen hochgetrieben. Aber danach haben sie wirklich alles dafür getan, diese Hoffnung zu zerstören. Und da muss ich auch sagen, wer an Leiharbeit, an Niedriglöhnen, an Hartz IV überhaupt nichts mehr ändern will, wer sich noch nicht mal mehr traut, eine Vermögenssteuer für Superreiche zu fordern, der sollte dann wirklich auch aufhören, von sozialer Gerechtigkeit zu reden. Damit die Rente nicht klein ist, lese ich auf den SPD-Wahlplakaten, illustriert durch das Bild einer fröhlichen Rentnerin. Also, liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, meinen Sie wirklich, die Wähler haben vergessen, dass die schlimmsten Rentenkürzungen unter Ihrer Verantwortung stattgefunden haben, dass Sie mit der Absenkung des Rentenniveaus, mit dem Riester-Betrug und mit der Rente erst ab 67
dass Sie dafür gesorgt haben, dass die Renten für viele verdammt klein geworden sind. Jeder sechste Rentner lebt heute unter der Armutsgrenze. Und daran wollen Sie noch nicht mal etwas ändern. Der einzige Unterschied zur Union ist, dass Sie die Rente nicht noch weiter kürzen wollen. Also das ist wirklich eine hinreißende Alternative. Und dabei können wir in unserem Nachbarland Österreich besichtigen, wie man den Menschen einen sorgenfreien Lebensabend ermöglichen kann. Da zahlen alle in einen Rententopf ein, auch Selbstständige, Beamte und Politiker. Und im Ergebnis bekommt ein Durchschnittsrentner 800 Euro mehr im Monat. Und das wollen Sie den Menschen in unserem Land vorenthalten? Und auch bei der Außenpolitik. Natürlich würden wir uns freuen, wenn die Übernahme unserer Forderung nach Abrüstung und nach Abzug der Atomwaffen aus Deutschland durch Martin Schulz, wenn die ernst gemeint gewesen wäre. Niemand braucht diese gefährlichen Waffen in Deutschland und niemand braucht weitere Aufrüstung. Das ist völlig richtig. Aber das, was Sie heute früh hier schon wieder abgezogen haben, dass Sie dann verhindern, dass ein Antrag, mit dem wir genau das mit der jetzt noch vorhandenen Mehrheit im Bundestag beschließen können, dass dieser Antrag von uns noch nicht mal aufgesetzt wird, das zeigt doch, wie wenig ernst Sie das meinen, was Sie jetzt auf den Marktplätzen und auf den Straßen erzählen. Und ich finde das wirklich traurig so. Und so gesehen wäre es tatsächlich ungerecht, der Bundeskanzlerin die alleinige Verantwortung dafür zu geben, dass dieser Wahlkampf in gepflegter Langeweile dahinplätschert. Wer hat denn die SPD daran gehindert? Ein glaubwürdiges Alternativangebot zum weiter so Wahlkampf der Kanzlerin zu unterbreiten? Sie haben es nicht getan. Und damit sind Sie mitverantwortlich dafür, dass die Wählerinnen und Wähler wieder nicht zwischen alternativen Regierungen mit klar unterschiedenem Programm entscheiden können. Und das untergräbt tatsächlich die Demokratie. Wer sich ein Deutschland wünscht, in dem wirklich alle gut und gerne leben können, ein Deutschland ohne Niedriglöhne und Altersarmut, in dem sich Politiker nicht mehr von Konzernen kaufen lassen und Geld für Bildung statt für Panzer ausgegeben wird. Wer sich so ein Deutschland wünscht, der kann heute tatsächlich nur noch Die Linke wählen. Und ich bin auch überzeugt, nur ein Weckruf durch eine deutlich gestärkte Linke kann vielleicht verhindern, dass die SPD sich nach ihrer Wahlniederlage in die nächste große Koalition verkriecht. Meine, Herr Mützenich hat ja Martin Schulz schon mal nur zum Fraktionsvorsitzenden gemacht. Fand ich ja interessant, was Sie da vorhin gesagt haben. Sich ein weiteres Mal in einer großen Koalition verkriecht und so der Union ein Zeitlos-Ticket für die Fahrt im Schlafwagen an die Macht verschafft. Wir wünschen uns, dass sich das endlich verändert. Auch Sarah Wagenknecht hat die Farbe Rot gewählt, was bei ihr ja häufig der Fall ist. Und sie hat hier eine sehr interessante Redeform gewählt. Sie hat sich mit den Plakaten des politischen Gegners auseinandergesetzt und die dann auseinandergenommen, die Aussagen, die hinter diesen Wahlplakaten stehen.